Hallo und herzlich willkommen bei Blankfin Movies. Hier ist Blankstar. Ich zeige euch heute wieder ein neues Photoshop-Tutorial. Kaugummi ist schon am Start. Schmatzen, schmatzen. Ja, wir werden heute so eine Art Modern Warfare 2-Schrift erstellen. Gibt vielleicht auch andere Wege, so wie ich es mache. Es ist ziemlich einfach und schnell gemacht. Das habe ich auch nirgendwo jetzt rauskopiert. Das habe ich mir eben überlegt, dies zu machen. Ja, deswegen werde ich euch das auch mal zeigen. Ihr könnt das ja für ein Wallpaper oder ein Homepage-Banner, wenn ihr jetzt in der Richtung was spielt, verwenden. Ja, wir legen direkt los. Wollen keine Zeit verlieren. Ich färbe mir jetzt mal den Hintergrund hier mal eben schwarz, damit wir das besser sehen können. So, machen wir eine neue Ebene. Und suche mir auch direkt meinen Text aus, was passt am besten zum Spiel. An modern Noob-Tubers. Das wäre jetzt beispielsweise euer Klarname. So, diesem geben wir jetzt folgende Effekte. Und zwar einen Schein nach außen. Farbe, ja, so ein mitteldunkles Grün. 100% Deckkraft und Füllmethode von normal ein bisschen die Größe anpassen. Ich habe jetzt hier 13 Pixel in dem Fall. Und somit hat das schon diesen Modern Warfare Effekt. So, diese Ebene dupliziere ich mir jetzt einfach, da es am schnellsten geht. Ich mache jetzt hier eine 2 da draus, sage transformieren, indem ich STRG und T drücke. Ziehe mir diese zwei hier hin, setze diese drunter, sage Ebene rastern bzw. Text rastern in dem Fall, halte die STRG-Taste gedrückt und drücke hier auf dieses Ebenenfenster, damit markiert er mir die komplette Auswahl von nur dem, was in dieser Ebene zu sehen ist. So, das kann ich ausblenden, kann mir eine neue Ebene erstellen und kann sagen bearbeiten, Kontur füllen und nehme jetzt hier mal 6 Pixel und so ein komisches Orange. So, Auswahl aufheben. Da haben wir schon die tolle 2 an Modern Noobtubers 2. Ja, jetzt brauchen wir nur noch diese Wellen hier reinzufügen. Die wollen wir natürlich hier drunter setzen, deswegen machen wir uns unter dieser Textebene und auch unter dieser 2-Ebene hier eine neue Ebene. Nehmen jetzt als Auswahlwerkzeug, ich nehme jetzt mal hier die ungefähre Länge. Ziehe mir hier so eine Auswahl, fülle diese mit Weiß und sage Auswahl aufheben und dann gehe ich auch schon in die Filter rein. Verzerrungsfilter. So, ich fange an mit Kräuseln. Gebe hier einen Wert ein von, sagen wir mal, 200, in dem Fall jetzt 206. Damit kräuselt sich das ein bisschen und dann gehe ich nochmal rein, sage Filter. Verzerrungsfilter, Schwingungen. So, und hier stelle ich jetzt mal. Ist natürlich toll, wie sehr man das hier in der Vorschau sehen kann. Ich muss jetzt mal gucken, wie es wird. Ja, das kann man als große Schwingung nehmen. Ich sage jetzt hier erstmal Schein nach außen, Farbe grün, etwas helleres Grün. Okay, 100% Deckkraft, normale Füllmethode, bisschen die Größe. So. Ich passe mir das nochmal an, indem ich jetzt transformiere. So, ist okay. Jetzt werde ich mir hier mit dem Pinsel noch die Stellen, beziehungsweise mit dem Radiergummi die Stellen entfernen, die ich nicht benötige. So, das gleiche wiederhole ich jetzt noch einmal, ein bisschen dickere Auswahl, neue Ebene erstellen, weiß füllen, Auswahl aufheben, Filter, Verzerrungsfilter, kräuseln, jetzt geben wir ihm einen bisschen höheren Wert, einen von 300, sagen Filter, Verzerrungsfilter, Schwingungen, und jetzt muss ich hier mal erstmal reinschauen. Okay, die Amplitude macht das so fett. So,
Ich kopiere mir von der Ebene 2 diese ersten Schwingungen, die wir gemacht haben, mit dem Rechtsklick Ebene Shield kopieren, diesen Stil, also dieses Leuchten, und füge es bei der Ebene hier ein und habe somit diese auch in dem Stil gemacht. Ich setze jetzt hier die Deckkraft noch ein bisschen runter, damit unser Text nicht direkt komplett verschwindet. Und habe theoretisch schon das tolle Ergebnis erzielt. Und habe so eine Call of Duty ähnliche Schrift erreicht. Und ich denke mal, das dürfte auch für den Anfängerbereich hier ausreichen. Ihr könnt natürlich ein bisschen mit den Schwingungen und Verzerrungsfiltern allgemein ein bisschen rumprobieren. So wie ich es jetzt hier gemacht habe, war einfach nur just for fun. Das habe ich eben mal ausprobiert. Also ich habe mir gedacht, komm, guckst du mal, ob du das hinkriegst. Hab da ein bisschen rumprobiert und hab das in dem Stil jetzt hier auch direkt wiedergegeben. Jo, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mit diesem Schrift-Effekt etwas anfangen und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Ich möchte auch nochmal auf das Giveaway von Halo 2 hinweisen. Da ist mir noch ein bisschen die Teilnahme zu gering. Ich hoffe, dass bis zum 5. April noch ein bisschen mehr Leute daran teilnehmen werden. Denn wenn ich sehe, dass das auch ein bisschen, sagen wir mal, Leute anzieht und Leute sich darüber freuen und sich das angucken, werde ich zum nächsten Termin ein SteelSeries Gaming Headset verschenken. Und ich denke mal, das lohnt sich dann auch schon. Das sind dann nicht mehr Billigspiele wie Halo 2, was jetzt 20 Euro gekostet hat. Das ist dann schon was im 50-Euro-Segment, was auch ein, na, sagen wir mal, ein Pro-Gamer-Headset ist. Und ich denke mal, da wird sich derjenige, der es gewinnt, auch freuen. Deswegen postet Textkommentare, guckt euch meine Tutorials weiterhin an. Und ich hoffe, ihr könntet hier mit der Schrift etwas anfangen. Und ich verabschiede mich. Adios.